Hallo meine surrealen Freunde und willkommen zu diesem Video. Ich war in Berlin und es gab einige erfreuliche und einige nicht so erfreuliche Ereignisse. Dazu später mehr. Heute zeige ich euch Flakes Corner, das erste Cornflakes Café in Berlin, direkt an der S-Bahn-Station Hackescher Markt. Roy von ReusenTV hat mir das hier empfohlen und ich dachte, warum nicht? Gehe ich mal hin. Sie haben auch viele vegane Produkte. Es ist kein rein veganer Ort. Es gibt auch normale Milch, es gibt auch amerikanische Süßigkeiten. Das Hauptthema dieses Ladens ist internationale Cornflakes aus Deutschland, aus den USA und aus Großbritannien. Zunächst gibt es erstmal drei Größen, die ihr bestellen könnt. Ihr könnt auch Toppings drauf machen. Soweit ich gesehen habe, ist nichts von den Toppings vegan. Und dann könnt ihr eure Milch aussuchen. Für Veganer gibt es Sojamilch, Mandelmilch und Haselnussmilch. Des Weiteren kann man Flavors zu der Milch dazu bestellen. Die Preise sind in Ordnung, vor allen Dingen könnt ihr drei Sorten Cornflakes mischen und einfach gucken, was euch davon am besten schmeckt. In dem Laden gibt es auch viele Gesellschaftsspiele, also man kann für sich selbst alleine einen Zauberwürfel lösen oder man kann zusammen Super Mario zocken. Wir fanden den Laden so schön und so schön zentral, dass wir ihn gleich mehrfach besucht haben. Was uns dabei etwas negativ aufgefallen ist, ist, dass wir am Wochenende da waren und dort der Mitarbeiter doch ziemlich demotiviert war. Der Mitarbeiter hatte dann die Liste mit den veganen Produkten verlegt und war auch nicht sonderlich motiviert, war die ganze Zeit außerhalb des Ladens. Also rein theoretisch hätten wir dort den Laden ausrauben können und keiner hätte es bemerkt. Eine Freundin von mir, die vegan lebt, hat dann davon abgesehen nichts gegessen, weil eben keine vegane Liste dort war. Das war schon etwas grenzwertig, dadurch, dass ich selbst auch lange Jahre gekennert habe. Also ich glaube, wenn ich zwei Tage hintereinander so gearbeitet hätte, da wäre ich geflogen persönlich. Aber vielleicht ist das Berlin und vielleicht ist das in Berlin, ticken die Uhren ein bisschen anders. Alles in allem kann ich den Laden sehr empfehlen. Ich denke, ich würde in Zukunft auch darauf achten, dass das Personal einigermaßen zuverlässig ist und nicht so schluffig. Vor allen Dingen ist die Lage extrem gut. Das heißt, man kann sich dort auch einfach mal auf einen Milchshake treffen. Es gibt eben vegane Möglichkeiten, aber es ist nicht komplett vegan. Das ist vielleicht auch ein guter Weg. Und naja, allzu oft sollte man das ohnehin nicht machen, außer man ist jetzt Hochleistungskraftsportler und kann die ganze Zeit schlemmen, wie man will. Jona persönlich hat sich übrigens sehr in das Super Mario Spiel verliebt. Also ich bin am Überlegen, ob ich ihm eine alte Konsole kaufe. Dafür danke, liebes Flakes Corner. Übrigens gibt es auch ein Flakes Corner in Köln. Dort entstand das erste. Und genauso gibt es in Hannover direkt bei der Uni ein Flakes Corner. Also wenn ihr mal Zeit habt und Lust habt auf internationale Cornflakes, dann schaut doch einfach mal rein. An dieser Stelle kämen bestimmt noch jetzt einige Vlog-Videos. Leider ist es aber so, dass mir meine Kamera geklaut wurde am Hauptbahnhof. Meine Vlog-Kamera, meine Legria. Deswegen habt ein bisschen Geduld mit mir. Ich werde leider jetzt nur einige Videos aus Berlin machen, die ich mit meiner anderen Kamera aufgenommen habe. Und falls jemand von euch irgendwie eine Legria kauft, eine Legria sieht eher aus wie ein Phaser von Star Trek, meine Legria hat eine ganz charakteristische Beule. Die ist direkt am Mikrofon auf der rechten Seite. Ich blende das jetzt einfach mal ein, wo das Mikro ist. Also da ist eine Delle drin. Falls irgendjemand sie vielleicht auf eBay oder sonst wo sieht, gebt einfach Bescheid. Ich habe auch schon eine Anzeige gestellt. Ich habe keine große Hoffnung, dass ich die Sachen zurückbekomme. Aber ich würde es mir extrem wünschen, dass ich zumindest meine Speicherkarte mit meinen Daten rauf zurückbekomme. Denn da sind viele, viele Stunden guter Videoarbeit und schöner Momente, die ich in Berlin erlebt habe, drauf. Und es wäre sehr schön, wenn ich diese Karte zurückbekommen könnte. Soll auch geschehen mit der Kamera, was will. Mir sind eigentlich die Daten wichtiger. Bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, immer schön ehrlich bleiben, denn Ehrlichkeit obsiegt.